Hallo ihr Lieben, seid ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Weihnachten ist jetzt vorbei, beziehungsweise 24, 25 ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Zeit. Ich werde in diesem Jahr noch 3 Ranked Games schaffen. Eines davon habe ich mich entschieden, möchte ich gerne mit Nasus Mitte spielen. Aus folgendem Grund, ich habe so ein bisschen in YouTube rumgesappt, einfach weil ich gerade nicht wusste, was ich tun soll. Ein Klassiker. Und dann habe ich gesehen, Faker Nasus Mitte. Kurz reingeschaut und direkt Bock bekommen. Deswegen kann ich auch einige von euch verstehen, die dann meinen, yo Mike, wegen deinem Gameplay habe ich angefangen, Bock zu bekommen auf einen bestimmten Champion. Genauso ging es mir auch. Nasus Mitte. Mal gucken, wie gut er sich jetzt macht. Ich werde permanent auspushen und auch wenn Nasus vielleicht nicht die beste Wahl ist, hat Nasus einen ganz, ganz großen Vorteil. Und zwar dadurch, dass er meistens als erster die Wave auspusht, hat der Jungler weniger Druck. Und Midlane und Jungle, habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, das sind zwei Lanes, die sehr nah Hand in Hand gehen, sage ich mal. Und da seht ihr schon, der Boden pusht die Minions weg, auch wenn es gerade für zwei nicht gereicht hat. Oh, der nimmt ein bisschen Creep-Damage mit. Und der nimmt noch einen Komet. Oh, der hat auch nur 4 CS bekommen. Oh, das hat ihm wehgetan. Sein Komet konnte ich dodgen. Okay, der ist auch schon Level 2. Oh, ja, das ist im Prinzip, was ihr macht. Natürlich auch ein bisschen mal mit Autotext heilen, da muss ich drauf achten. Immer schön in die Minions alles reinklatschen. Er hat weniger. Er hat mehr Mana-Probleme als ich. Nun muss ich auch noch mal kurz gucken, was mit dem Skarner ist. Der will mich, glaube ich, wieder. Zack. Komet trifft wieder. Normalerweise ist es gar nicht so safe, weil ich ja nicht mal einen Slow oder sowas drauf bringe. Es könnte also sein, dass der Komet öfter verhaut, als mir lieb ist. Momentan gelingt es mir. Und jetzt hat er aufgehört, mich so ein bisschen zu stressen. Vielleicht merkt er, dass er das Mana-Duell nicht gewinnen kann. Keine Ahnung. Okay. Gerade laut ausgesprochen, als wenn er mich hätte hören können. Ja, da hat er gesagt, ne, wir lassen dich nicht. Ja, Asia über die Wand. Da hat Asia ganz gut gemacht und Skarner ist auch rechtzeitig zurück. Der Boden macht das meiste. Was hat er für ein Ad Exhaust? Okay, muss ich auch noch mal ein bisschen im Auge behalten. Das müsste reichen für die Wave. Ja. Das ist so geil. Nasus Mitte. War ja früher eine Zeit lang stark Meta. Stärker als den meisten lieb war. Und wie gesagt, ich wollte es jetzt einfach mal wieder ausprobieren in der Preseason. Bisschen Heal nehme ich mit. Er hat jetzt auch Respekt, weil er ein bisschen geschwächt ist. Zu Recht. Und hier haben wir ausgepusht. Ein E wird nicht reichen, aber ich weiß nicht, ob E plus Komet reichen wird. Oh! Oh, jawoll! Jawoll! Das war das Beste. GG. Beste Aufnahme in meinem Leben. Direkt. Nice. Es sah so aus, als ob der Komet gar nicht gereicht hat. Was war's denn dann? Hat noch ein Minion ausgeholfen? Das war ein richtig räudiger Kill. So wünsche ich mir das. Was brauche ich zuerst? Ludens oder Morellos für Abklingzeiten? Ich glaube, es geht einfach darum, so häufig wie möglich den Boden ja, zu casten. Deswegen probieren wir es mal mit dieser Variante. Oh, der Trade. Okay, ich TP hier. Ja, wir nehmen Asia, weil die anderen haben... Hier, den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch! Den Laps!
Yes! Ein Traumstart, der Teleport. Skana ist schon so ein bisschen zurückgegangen und hat schon gemerkt, ah, der TP ist gefährlich. Aber Azir, der wollte und hat mit seinem Leben bezahlt. Skana hat geflasht. Was kann ich hier oben reißen? Das ist, ich habe das Gefühl fast, dass ich durch den Ward gegangen bin. Oh mein Gott. Das war... Ja, ich habe aus Versehen meinen verstärkten Auto-Attack, meinen Q. Oh oh. Den habe ich leider auf den Turm geklatscht. Naja, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Ich muss back. Deswegen gehen wir jetzt auch back. Schuhe kommen erst bei Minute, lass mich lügen, 37. Ich muss noch mal kurz gucken, oder 39. Bei 8. Bei Minute 8. Okay. Oh nice, Azir ist schon geschwächt, hat das Kha'Zix verursacht. 43 CS, 301. Alles gut, ich bin am Start. Oh, ist das schön. Putz mit dem Komet. Und wenn er jetzt CS will, muss er sogar nochmal durch den Boden laufen. 48, es tickt. Er tickt. Du kannst von mir aus gerne den Blue Buff haben. Ich brauch den nicht, Kha'Zix. Alter, die Wave wird so schnell gepusht. Ah, sie wird so schnell eingepusht. Wait, what? Nice try, der Komet! Was passiert hier? Die Pflanzen! Ah, next level. Ja, Leute, vielleicht geht's euch so wie mir, als ich gerade Faker zugeschaut habe. Habt ihr Bock auf eine Runde AP Nasus? Ich weiß auf jeden Fall, wem es gefallen wird, und zwar Mokic, weil der liebt das. Wenn ich mich da recht entsinne. Ich meine, zu Recht, es ist einfach so... Es ist einfach total simpel. Du haust immer wieder deine E in die Wave, versuchst aber dabei, wenn es im perfekten Fall, haust du die E nicht nur in die Wave, sondern eben auch auf den gegnerischen Champion. Und ab Level 9 hast du deinen besten Power Spike, denn da hast du deine E auf Level 5. Und so kann der Spaß weitergehen. Ich glaube, man skillt die W auf AP Nasus als zweites. Jetzt kurz mal andeuten, dass ich unterwegs bin. Über die Knospe. Überraschungsgank à la Dog. Dogstyle. Stark. Okay. Nice. Das hat echt für beide gereicht. Das hatte ich nicht gerechnet. Ich wollte gerade sagen, okay, ich bin zufrieden. Wir haben einen bekommen. Okay. Ihr wollt den Tower, dann lasst uns den Tower holen. Der Wave Clear. Halleluja. Oh mein Gosh. Oh mein Gosh. Oh mein Gosh. Sogar die Boots sind noch mit drin. So schnell pusht Azir nicht mit den drei Waves. CS 304. Bei allen steht es gut. Haben wir jetzt geswappt? Fragezeichen? Ah, okay, so machen wir es. Der hätte mich hier insecken können. Ich war nicht vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der hat auch nicht mehr so viel Mana.
Oh ja, das hat ihn erwischt. Das ist immer ganz wichtig, wenn ihr den Boden von Nasus einsetzt. Ihr habt auch Initialschaden. Bedeutet, wenn er gecastet wird, gibt es direkt den ersten Tick. Stark. Mach du den Turm. Wait, what? Es sah gerade aus, als ob Yasuo in der Luft CC'd wurde. Wurde aber nicht. Also, hä? Ja, noch ein bisschen zu früh rein. Mhm, keine Sorge. Das sah schon wieder ein bisschen laggy oder buggy aus. Wie hast du das mitgekriegt? Ja, du bist tot. Asia. Butz. Kriegst du auf die Glocke mit meiner Keule. Wo ist der Rest? Ja, wo ist der Rest? Der hätte ulten können, dann wäre Zyra angekommen. Okay, am Ende reicht es doch. Vielleicht kann ich mal hier ein bisschen heilen. Ja, das war... Yasuo hat auch immer noch seine Ulti, aber ich glaube, der kam da nicht zu, die einzusetzen. Ich habe hier den Fight geforst, weil ich gesehen habe, mein ganzes Team ist hier und die würden dann schon moven. Na gut, Misskommunikation. Ich denke, 1 für 1 getradet, nee, 1 zu 2 und der Drache. Es gibt Schlimmeres, sagen wir es so. Ludens ist mega geil, weil das ist nicht nur Komet, sondern auch der Ludens, der kommt. Ich glaube, da... Ja, probieren wir es aus. Mein Turm steht noch. Botlane ist großer Farm. Die gegnerische Wayne ist... stark. Oh, Gangplank, dich hatten wir heute noch nicht. Wollen wir ein Tänzchen wagen? Also das Stacken ist unwichtig bei AP Nasus. Jetzt nicht wundern, ich habe das nur gemacht, damit schneller der Minion stirbt. Der Timing, though. Wayne ist gedroppt. Ich glaube, ich kann Gangplank killen. Hä? Wo ist er hin? Muss der gewardet haben und ist einfach mit mir im Kreis gelaufen, sozusagen. Sehr schön. Kha'Zix macht sich gerade mit den Objectives nützlich. Finde ich gut.
ist die Leona. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen mit der Sicht vorkämpfen, damit wir die zweiten Türme unten und oben kriegen können. Ulti Level 2. Supporter killt Wayne 1v1. Das ist awesome. Oh mein Gott, wäre ich da gewesen. Der Herald-Spawn ist gut. Bisschen mehr Damage auf Leona. Jetzt schnell Mitte rotieren, da nochmal auspushen. Möglichst viel denyen, sag ich mal. Ah, kommt schon, Leute, das muss schlauer angegangen werden. Die werden jetzt Mitte pushen wollen. Leona steht hier, glaube ich. Hauptsache ein bisschen Zone, dass die nichts machen können. Jetzt haben wir gerade ein kleines Problem. Jetzt haben wir doch kein Problem mehr. Sehr schnelle und effiziente 3 Picks. Leona ist noch low. Nur Gangplank wäre jetzt erstmal hier in dem Moment. Oh, das wird eng. Wir müssen es abbrechen. Safety first. Hat er. Und ich komme hier raus. Yes! Wait, what? Die lebt? Oh nee, ey. Und dann doch noch gethrowt. Mann, wie ist denn das passiert? Wo kam die Wayne überhaupt her? Ludens ist gut, das bringt mir Lauftempo. Das ist auch ein schöner Gegenstand. Hm. Ah, shit, der ist weg. Mein Sweeper ist ready.
Ja, Gangplank ist nicht da. Das ist meiner? Ah, schade. Ich war nicht einkaufen, aber ist nicht so wichtig. Ich habe nicht viel zum Einkaufen. Das Spiel ist echt richtig spannend geworden. Gameplay hat keine Ulti, das ist gut für uns. Nicht schon wieder. Oh mein Gott. Oh, wenn der Drache da gewesen wäre, hätte wahrscheinlich mein Ulti den Drachen gepult, oder? Und dann wäre ich tot gewesen. Also die Knospe zu nehmen war richtig ballsy. Ende gut, alles gut, aber noch ist es nicht das Ende. Ja, nochmal umgedreht, Leona Scala bekommen und der Djinn von uns, der hat auch so schön Schaden. Okay, Djinn ist jetzt auch weg. Ich musste flashen, sonst hätte ich es nicht geschafft, mein E durchzubekommen. Okay, das sind zwei Picks. Kein Wort für hier drüben. Die Windwand war mager, sagen wir es mal so. Ja, das war's. Schade, schon wieder. Zwei Picks und nichts rausbekommen. Was macht doch der Kha'Zix da drüben? Ich weiß, der wollte baiten, aber wir hätten noch einfach auf die Top gehen können. Auch dieser Bait hier von dem Yasuo war, glaube ich, nicht worth. Ganz ehrlich, wenn der Kha'Zix noch einen Flanking sucht. Vier, zwei, 14, mein Gott. Und wieder einen Pick gesneakt, Kha'Zix solo. Okay, der Drache spawnt, das ist was Gutes. Obwohl,
aber schon 57 Stacks, Kappa. Kipo Kappa. Okay, Botlane sieht ganz gut aus. Da haben wir diesmal die Minions. Vielleicht klappt es dieses Mal. So, ich beeile mich. Ich bin auch sehr gespannt, was der Damage Graph sagt. Letztendlich habe ich nur eine Fähigkeit, mit der ich richtig krass Schaden mache. Ob das reicht, um irgendwo oben mitspielen zu können? Ja, die E kommt. Zyra hat halt auch Angst. Wir haben keinen Tank. So bleibt es einfach schwer, nach vorne zu gehen. Wir brauchen einen E-Spell zum Beispiel von Zyra. Ja, jetzt ist aber erstmal wieder einer von uns tot. Der K6 ist tiltet, jetzt ist er aber auch zweimal so blöd gestorben. Ist schon vorbei? Ne, die haben mit denen nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass. No way, das funktioniert? Double Kill, der TP! Fuck das nicht. Oh mein Gott! Ist das ein Gangplank lebt? Fuck. Ja, wir haben gerade einfach Probleme mit der Teamcom, muss man sagen. Unser K6 und unser Yasuo, das sind die zwei, die eigentlich nacheinander gecatcht werden. Und keiner von beiden ist ein Tank für unser Team. Und jetzt müssen wir damit leben, dass wir zwei Heads sind, aber durch die Teamkonstellation nicht wirklich weiterkommen. Und das ist das, was jetzt dieses Gefühl entstehen lässt, dass wir nicht gewinnen können. Jetzt machen sie es doch. Sind sich unschlüssig. Dein Gangplank nicht reagiert, haben die es. Okay, sie haben es. Zyra ist tot. Es ist okay. Der Toplane Tower ist auch weg. Er hat nett gefragt, ich muss ihn lassen. Aber ich brauche meinen Rabidons. Was war das denn von dem? Ich
Nice, Wayne ist tot. Was machen die Gegner denn? Der ultimative Slow. Ah, sie ist leider am Leben. Die Death-Timer sind noch nicht lang genug. So, die Gegner haben so viel gethrowt jetzt. Aber wir werden es wieder. Es wird wieder nicht reichen. Aber sag niemals nie. Sag niemals nie. Fuck. Was ist mit dem Drake? Ist eigentlich nicht wichtig, um zu gewinnen, aber er steht sehr free da, finde ich. Okay, sie haben Kha'Zix gechased. Ach du Scheiße. Dieses Game, Mann. Wir hätten es wahrscheinlich schon früher finishen können, sollen. Was auch immer. Aber wir haben wirklich die drei entscheidenden Fights hintereinander. Wahrscheinlich hat Skarn aber auch irgendwie einfach nur Flash Grab gemacht. Und das ist ultra eklig. Das könnte er jetzt theoretisch auch auf mich machen und ich wäre nicht darauf vorbereitet. Da geht Gangplank aber weit raus. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, was habe ich getan? GG. Okay, dann habe ich doch das Game verloren. Ah, oh, der Asi hat mich. War das ein Crit von der Wayne? Ich konnte nicht mal mehr rechtzeitig ultien. Ja, Kha'Zix und Jhin und Yasuo. Ja, ihr seid cool. Ja, die sind nicht low genug. Warte mal, ich lebe in 10 Sekunden. I can do it! Oder? Oh, die Super Minions! Die sind so low! Oh mein Gott, einer ist schon tot, die Scrubs! Double TP! Cancel die, cancel die! Gangplank Double Ultimate. Ich glaube, wir hätten Gangplank und Skarner holen können, wenn wir es besser gespielt hätten. Ja, Gangplank geht noch isoliert. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier passiert, Leute. Alle haben jetzt irgendwelche Pläne und was auch immer. Prinzipiell muss ich sagen, ich glaube, Kha'Zix macht schon den besten Job. Warte, ob er mal. Nice. Ich habe jetzt einen Blue Pot. Was machen wir jetzt? Zwei Leute sind tot.
Wir können über die Top, wir können über die Mitte. Ich. Kha'Zix über die Mitte, ich vertraue dem Kha'Zix. Oh, wenn das ein Pick, das kann ein Pick werden! Nein! Nein! Und jetzt ist es stattdessen ein Bait! Das hätte es sein müssen! Komm ich noch ran, komm ich noch ran, komm ich noch ran! Yes, ich komm ran! Lol! Mann, ey, der wird vom Triple fast gekillt. Das kann nicht wahr sein. Wir hätten fünfmal das Spiel beenden können. Fünfmal. Oh mein Gott. Baron? Fragezeichen. Ein bisschen wenig Schaden. Zumindest vor der Yasuo das. Okay, der Slow ist da, der Damage ist da. Yasuo Flash, Yasuo Flash. Ach ja. Das ist jetzt aber auch das zweite Mal, wo ich mir denke, kann... Ach, keine Ahnung. Nein. Jetzt... Ja, der Kha'Zix macht einen echt wunderguten Job. Das muss man ihm lassen. Wow, das Fiesta! Na ja, gut. Was baue ich jetzt? Void Staff, Banshees. Ich glaube fast das. Ich weiß es nicht. Ein Stundenglas könnte mich retten im richtigen Moment. Oder Banshees, wie gesagt, verhindert, dass mich der Dings grabt. Entweder Sonyas oder Banshees. Ich bin sehr froh, dass ich alle gemutet habe. Ich will gar nicht wissen, was da gerade abgeht. Jetzt haben wir aber auch den Moment erreicht, wo man sagen muss, AP Nasus ist nicht mehr so stark. Er ist ganz gut, wenn man sieged, aber das, was hier gerade stattfindet, hat nichts mehr mit einem Siege zu tun. Es ist nur noch, wenn ich einen Wayne oder einen Gangplank antreffe, dann killen die mich halt einfach. Oh, schön. Oh, der Damage. Der Damage auf Asien. Kann man nicht meckern. Wenn ich das richtig sehe, dann recoilt der gerade. Ne, die sind in der Mitte. Er hätte Kha'Zix Wayne killen können, hat es aber nicht gesehen. Die müssen Defens Garner slow. Der Kha'Zix spielt echt schön. Nice! Kha'Zix! Hat er den Jump geskillt? Wo ist die Wayne? Wo ist die Wayne? Wo ist die Wayne? Wayne. Wayne ist schon tot. End this shit. Ich kann das tanken, Boys. Ich kann das tanken. Na gut, dann machen wir zwei Inhibitoren. Auch so wird es funktionieren. Oh, GG. What? Was war das für ein Game? Tja, Leute,
Weihnachten ist vorbei. Jetzt geht's wieder richtig los. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Ich hatte keine Ahnung in der Zwischenzeit, wer das gewinnt. Kha'Zix kriegt definitiv die Ehre. Der hat sehr, sehr schön gespielt. Und damit haben wir sogar ein Level-Up erzielt. Feels good. Und es gibt neue Quests. Auch die werden von mir erfüllt. Falls ihr neu seid und mich das allererste Mal gesehen habt, ich würde mich über ein Abo freuen. Ansonsten, hier habt ihr nochmal den Damage-Graph. Da ging doch ziemlich viel raus. Immer noch mehr als Asia. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Nice. Leute, haut rein. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.